Ja, moin und herzlich willkommen zu Target Priority, dem ziemlich kompetitiven 40K-Podcast. Heute mit einem weiteren Gast. Wir sind in den Wochen der WTC-Vorschau, sagen wir mal. Ein Spielerinterview habt ihr hier auf unserem Kanal schon gehört. Das war mit dem Fred, mit dem Spieler Fred und dem Head of Pairing Fred quasi. Und heute haben wir in Anführungszeichen nur Spieler, ehemaliges Council-Mitglied. Nichtsdestoweniger ein 40K-Schwergewicht in Deutschland zu Gast heute, Matthias. Moin, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Wir mussten das Interview einmal verlegen. Ich hoffe, du bist wieder halbwegs gesund und auf dem Weg nach oben. Es wird langsam besser und auch Richtung WTC wirst du fitter. Ja, ich sollte hoffentlich wieder fit sein. Also nicht wundern, wenn ich immer ein bisschen ins Mikro hüste und nicht alles rausgeschnitten wird. Das kriegen wir hin. Die Zuhörer müssen dann einfach auch das Leid, was du durchlebt hast, müssen sie dann auch ertragen. Genau. So, aber da vielleicht nicht ganz genau jeder weiß, wer du bist, fangen wir mit dem Typischen quasi an. Ich glaube, du warst zwar bestimmt schon, ja, du warst schon mal bei uns auf dem Target Priority. Bestimmt schon mal im Interview warst du schon mal, aber nichtsdestoweniger, wer bist du, wo kommst du her, was ist dein Club, seit wann bist du aktiv? Ja, für alle daraus, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Matthias oder auch Quark und ursprünglich komme ich aus Wuppertal, ich wohne aber seit gefühlt Ewigkeiten jetzt schon im wunderschönen Bremen. Ich spiele momentan bei den Breaking Heads und also mit Fred, Manuel und dem Wolfgang aus der Buchhaltung. Schöne Grüße auf jeden Fall schon mal an die Jungs. Und ich bin aktiv seit, ich glaube, 7 Jahren jetzt ungefähr auf Turnieren. Also eigentlich so Medium. Jetzt nicht wirklich frisch, aber auch noch kein Urgestein. Ja. Nee, da hast du angefangen mit der siebten wahrscheinlich, wa? Turniere zu spielen, genau. Also im Hobby selber bin ich irgendwie seit 18 Jahren oder so. Aber ach so, okay. Vorher warst du eher so Fluff Bunny, malen, basteln, Bücher lesen. Nein, ich war damals immer zu jung, um quasi mit den Big Boys zu spielen. Und dann sind mir immer die Gegner ausgegangen. Also ich wollte ja eh schon immer spielen und immer auf Sieg. Und dann habe ich irgendwann in irgendwelchen Foren recherchiert nach Turnierspielerfahrungen und Leuten und bin dann auf Umwege über an Ennis geraten. Ah ja, und dann die alten Turniere im alten Kotami-Laden. Ja, genau. Also ganz, ganz viele Umwege. Ja, da haben wir uns auch kennengelernt vor, genau, bestimmt 6, 7 Jahren das erste Mal. Da habe ich auch ungefähr angefangen, die ersten Turniere dann eben da im Kotami-Lädchen. Ja, das kommt schon. Ja, da kamen die Oldenburger, Bremer und Hamburger zusammen und haben sich gegenseitig die Rübe eingeschlagen auf Turnieren, wo 14 Mann waren, wo du nur gegen Topspieler gespielt hast. Oh. Ja, und da haben wir schön durchgenommen und abgeschafft. Das war eine harte erste Schule für mich, das muss ich schon sagen. Auf jeden Fall. Nee, das war schon schön. Die gibt es leider nicht mehr, die kleinen Turniere, aber in Bremen geht ja trotzdem immer noch einiges, von daher alles gut. Du hast es gerade gesagt, Turniererfahrung beziehungsweise Turniersiege in der jüngeren Vergangenheit, sagen wir mal, das gekoppelt mit, wie hat es dich in das Team insgesamt verschlagen? Wie ist das letzte Jahr oder die letzten Corona-Jahre? Ist es ja quasi, wir haben ja eine größere Gap zwischen dem letzten WTC und dem jetzigen. Wie hat es dich quasi in das Team gespült, sage ich mal? Ist es dann über Turniererfolge gekommen oder hast du irgendwelche anderen Qualitäten, von denen die Menschen erfahren müssten? Ja, also ich bin ja relativ aktiver Turnierspieler. Jetzt zu Corona-Zeiten war es weniger, davor war es mehr. Und ich warst du TTS viel unterwegs? TTS war ich jetzt letztens, ich glaube das letzte Jahr ungefähr, war ich recht viel unterwegs. Da habe ich, glaube ich, auch alle Turniere gewonnen, die ich gespielt habe, außer einem. Da bin ich dann Zweiter geworden im Finale, knapp. Da habe ich halt immer den heißen Scheiß gespielt, den es gerade gab, ne? Ja, das ist ja nichts anderes erwarte ich von dir. Ja, und sonst, ich glaube, also auch so an Turnieren bin ich sowohl in Deutschland als auch international eigentlich relativ viel unterwegs. Habe eigentlich auch bei den meisten großen Turnieren Top-3-Platzierungen schon gehabt oder die Dinge auch gewonnen. Oder bin eigentlich schwimme ich immer relativ weit oben mit dabei.
und spiele halt auch Armeen, die jetzt momentan nicht ganz schlecht sind, nett ausgedrückt. Ja, das stimmt schon, das auf jeden Fall. Ich muss natürlich aber auch sagen, ich bin vielleicht ein bisschen biased, aber dadurch, dass wir uns natürlich auch schon länger kennen und ich hier schon ein bisschen häufiger auf die Finger schauen durfte, ist es bei mir auch so. Ich habe das bei Bell zum Beispiel ja auch schon gesagt, dass ich ein großer Fan von ihm bin. Und wenn es um dich geht, dann sage ich auch, würde ich ein WTC-Team selbstständig zusammenbauen, da wärst du in den ersten drei Picks definitiv drin, weil du auch einen wahnsinnigen Überblick über ganz, ganz viele Armeen hast. Und ich habe immer so das Gefühl, du kennst jede Armee. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe so immer wieder das Gefühl, guckst irgendwo drauf und hast irgendwie relativ schnell einen Blick dafür, was gut ist, was schlecht ist, was irgendwie funktionieren kann oder sollte. Und das ist natürlich eine extreme, glaube ich, extreme Stärke, die man sehr gerne mit auf so ein Teamturnier mitnehmen kann. Du warst ja auch schon auf der WTC, ne? Ja, ich war tatsächlich quasi die letzten 5 Jahre in Folge im Team, mehr oder weniger. Also die ersten beiden habe ich gespielt. Dann das nächste Jahr, da hatte ich leider zu wenig Zeit. Deswegen bin ich am Freitagabend vom Labor direkt nach Serbien geflogen und war als Coach mit dabei und habe mich zusammen mit dem Niki damals ums Pairing gekümmert. Und dann das Jahr wäre ich eigentlich auch wieder im Team gewesen. Das heißt Und also, dann kam entschuldige, leider Corona. da bin ich direkt mal bissig. Das heißt also, Coach sein ist eine Degradierung. Nicht unbedingt. Ich muss sagen, also als Spieler, da muss man halt unglaublich viel Zeit investieren. Und zu dem Zeitpunkt, da war es mir halt nicht möglich, diese Zeit zu investieren und da mit einem guten Gewissen reinzugehen. Deswegen habe ich halt gesagt, so, dass ich dieses Jahr dann nicht dabei wäre. Und dann hatte ich spontan, als ich in der Bibliothek war, einen Anruf bekommen von Sascha Rossol, so, hey, hast du nicht Bock, als Coach mitzukommen? Und dann dachte ich, ja, geile Idee, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Habe ich ja gesagt, hier bis dann und dann habe ich, ab da und da habe ich Zeit, da kann ich voll committen und dann bin ich halt am Start. Und genau. Cool. Ja, das ist natürlich auch ein Scherz gewesen, weil die Übersetzung ist ja auch nicht das Gleiche, ne? Ein sehr, sehr guter Spieler ist ja auch nicht automatisch ein guter Coach. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. So, da Auf jeden Fall. muss er ein vollkommen anderes Skillset, sage ich mal, mitbringen. Also als Coach hat man halt komplett andere Aufgaben und ich fand es tatsächlich anstrengender, als selber zu spielen. Das gesamte Coaching. Also, und ich bin momentan auch sehr froh, dass wir Calvin in der Rolle haben, weil das im Grunde so ein bisschen das Rückgrat vom Team ist. Jemand, der Sachen organisiert, sich um alles kümmert, und alles irgendwie so zusammen und unter Kontrolle hält. Also schon ziemlich stark, wenn man da jemand Fähigen auf dieser Position hat. Also es bringt sehr viel und wertet das gesamte Team auf, denke ich. Ja, es nimmt natürlich einiges an Gewicht einfach von den Schultern der einzelnen Spieler, ne? Weil die ganz genau wissen, die müssen sich nicht um jeden Quatsch kümmern, sondern können sich auf das fokussieren, was sie tun sollen, und das ist an der Platte performen. Ja, total. Ich glaube auch allgemein, wenn man jetzt nicht irgendwie so eine Bürde unter besondere Verantwortung und Aufträge hat, dann kann man sich auch irgendwie so freier und leichter bewegen und anders an Dinge herangehen. Ja, genau. Das denke ich auch. Also WTC-Erfahrung hast du die letzten Jahre dann ordentlich gesammelt. Teamturniere hast du, glaube ich, auch das ein oder andere hier warst du nicht mal in Prag oder so, glaube ich, noch auf Teamturnier? Ja, eigentlich im Grunde immer, wenn irgendwo Teamturnier in T3 reingestellt wird oder irgendwo angeboten wird, dann geht WhatsApp an, wird ein Team gesucht und dann wird er Also hast du, hingedüst. auf das Format hast du schon richtig Bock, sagst du? Auf jeden Fall. Also ich finde eh beim Turnier so, die Vorbereitung aufs Turnier ist fast mindestens genauso geil wie das Turnier selber. Ja. Die Planung, das mit den Leuten da alles durchzuziehen und gerade bei einem Teamturnier, das ist halt noch intensiver, weil man das halt nicht nur alleine macht oder in seiner kleinen Gruppe, sondern mit mehr Leuten macht. Und dieser Gesamtprozess ist einfach traumhaft. Also kann ich jedem empfehlen, dass man sich ein paar Leute zusammensucht. Immer wenn irgendwo ein Teamturnier angeboten wird, würde ich auf jeden Fall mal hinfahren. Also wir haben ein Teamturnier online gespielt, jetzt noch nicht wieder in voller Mannschafts- oder Mannesstärke, sage ich mal, dann offline. Ist aber auch definitiv was ich auf dem Zettel habe. Ich bin ja jemand, ich habe keine Ahnung,
weit über 25, 26, fast 30 Jahre Fußball gespielt im Verein. Mhm. Und aus einem guten Grund, weil ich das Mannschaftsgefüge so gerne mag, weil mir das so viel Freude bereitet mit anderen Leuten, auch die halt im Normalfall nicht unbedingt aus meinem komplett gleichen Sozialisierungsraum kommen, mit denen Zeit zu verbringen, die kennenzulernen und an etwas gemeinsam zu arbeiten. Und deswegen finde ich das 40K-Team-Turniere halt auch super spannend, weil du von diesem, du gehst nochmal diesen Schritt von diesem Einzelkämpfer-Dasein dann hin in ein Teamgefüge. Und diese Übersetzung finde ich total spannend. Und ich mag da nicht nur, dass das Spiel ganz, ganz wunderbar ist, dass du dir nochmal wieder auf ganz andere Gedanken über das Spiel machst, sondern dass du dann auch eben eine gewisse Abhängigkeit von anderen Leuten hast. Aber den gegenüber natürlich auch Wertschätzung erfährst. Also das ist ein wunderbares Geben und Nehmen. Und wie du schon gesagt hast, wenn dann die Crunch-Time kommt, dann hängt man natürlich wirklich sehr, sehr lange Zeit aufeinander mit dem Kopf zusammen. Und das ist natürlich einfach schon, was enorm viel Spaß machen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du teilst halt einfach alles und dadurch wird es halt einfach nochmal viel intensiver. Ja, genau. Unterwäsche zum Beispiel. Sehr intensiv, wenn man die teilt. Nur mit Manuel. nur mit den Leuten, die im eigenen Zimmer mitpennt. Und, ja, da muss man immer drauf achten. Das ist auch sonst zu viel Arbeit, auch logistisch gesehen, ja. Dann in andere Zimmer. Wir schweifen ab. Alles klar. Genau. Du hast ja schon gesagt, du warst das eine oder andere Mal schon auf der WTC. Du hast das ein oder andere Turnier auch im Solo-Bereich gewonnen. Ich habe vorher Lobeshymnen darauf beziehungsweise über dich gesungen, dass ich der Meinung bin, dass du unglaublich gut zwischen Armeen switchen kannst und einfach einen extrem starken Überblick hast, womit wir natürlich zu dem kommen. Was hast du denn vorher mal auf den WTCs gespielt und was bringst du dieses Mal? Also ich bringe dasselbe wie immer. Ich habe bisher jedes Mal die Elder da gespielt und ich werde auch dieses Jahr wieder die Elder spielen. Also keine Abwechslung in dem Bereich. Keine Abwechslung, was WTC angeht, ne? Genau. Ich glaube, die Elder sind so mein Steckenpferd und die Armee, die ich auch immer gerne spiele, wenn die gerade spielbar sind. Mhm. Wobei die ja eh meistens nur zwei Extreme kennen. Entweder super stark, dass keiner Lust hat, dagegen zu spielen, oder komplette Grütze. Ja. In den Phasen, wo sie so stark sind, da spiele ich sie dann gerne. Wenn sie zu grützig werden, dann weiche ich halt auch auf andere Armeen aus. Ja, ich hätte jetzt auch damit rechnen können, gerade mit dem neuen Regelset, dass du dann die Sisters irgendwie unter den Arm nimmst. Die habe ich ja auch komplett hier fertiger, bemalter Armee stehen. Ich weiß. Aber ihr nehmt Sisters gar nicht mit? Doch, Manuel spielt die tatsächlich. Manuel spielt die, alles klar. Schön. Dann wäre auch lange und viel Diskussionen, wer die spielt. Und das Problem ist, wenn ich jetzt auf die Sisters gegangen wäre, dann hätten wir keinen Elder-Spieler gehabt. Also mir würde jetzt Fred einfallen. Ja, der war eher in so einem Harlequin-Milieu unterwegs. Und ist am Ende mit den Drukhari gegangen. Ja, und ohne Fred hätten wir dann halt irgendwie Micha auf die Drukhari schieben müssen, dann Martin auf die Tyranniden, dann wieder irgendwen anders irgendwo hin und her und dann hätte es irgendwie so ganz viel drüber und drunter gegeben. Okay, und das ist die vorgegebene Antwort auf die Frage, die gekommen wäre, was hast du dem Fred gezahlt, dass du Eldari spielen darfst? Von daher, und natürlich Micha, also es gibt ja wirklich einige Anwärter auch, die im Team jetzt hätten Eldari spielen können, ne? Mhm. Micha ist, glaube ich, tatsächlich, also ich weiß nicht, wie sehr jetzt alle den Prozess kennen oder auch du den kennst, wie wir zu dem Team gekommen sind. Kannst du gerne nochmal erläutern. Wir hatten ja einen extra Discord eingerichtet gehabt und aber eigentlich auch viel über euren Target Priority Discord gemacht. Und es wurde ein Council gewählt mit vier Spielern, vier Personen, die hinterher die Spiele ausgewählt haben. Und wir haben Werbetrommel gerührt, wir haben Personen auf Turnieren angesprochen, live angesprochen, online angesprochen. Wir haben im Grunde versucht, alle irgendwie darüber zu informieren und alle ranzukriegen und alle potenziellen Spieler irgendwie an einem Ort zu versammeln. Und dann haben wir die ganze Zeit Sparrings gemacht, intereinander gegen andere Länder. Wir hatten riesige Excel-Tabellen, wo alle Bewerber drin standen, wo alle Bewerber ihre Armeen reingeschrieben haben. Drin hatten, für die sie, also nach der sie quasi beurteilt wurden.
Und dann, ich glaube, am Anfang waren wir bei fast über 50. Und dann haben wir nach und nach alles, im Grunde, wir haben jeden Spieler angeguckt, wir haben von jedem Spieler Spiele geguckt, wir haben teilweise 20, 30 Stunden die Woche da rein investiert, pro Person von den Leuten, die jetzt im Council waren, über Monate hinweg, und quasi versucht, irgendwie jeden da fair zu beurteilen und jedem eine Chance zu geben und jeden irgendwie zu sehen, wie sie sich engagieren, wie sie sich steigern und so weiter. Und dann hat sich das halt immer weiter eingekreist, also eingegrenzt, dieser Kreis. Und zum Beispiel jetzt bei dem Eldari-Slot, da war es dann auch so, dass wir dann quasi, man hat ja nur eine Person, die da auf diesem Slot spielen kann. Und dann wäre es halt gewesen, Fred gegen mich in dem Sinne. Und dass man guckt, okay, entweder ich spiele die Elder oder ich fahre nicht mit. Das war halt so für mich das, was in dem Moment feststand. Okay. Und dann wird halt geguckt, okay, wen möchte man jetzt am Ende auf dem Slot haben und oder nicht. Mhm, okay. Das war so ein ganz, auf jeden Fall längerer Prozess dann. Ja, das glaube ich sofort. Aber das ist natürlich auch eine klare Aussage, dann zu sagen, okay, ich weiß, ich kann relativ viele Armeen steuern, aber ich sehe mich selber als den stärksten Elder-Spieler und auch die Elder als für mich beste Armee, zu mir am meisten passend, wenn ich da hinfahren will und wenn wir richtig gut performen wollen mit mir, dann muss es Elder sein. Genau. Also ich hab ganz klar gesagt, ich habe mit den Eldern die Turniere gespielt, ich habe da ordentlich Zeit rein investiert und bei anderen Armeen, da kann ich halt diese Leistung nicht so abrufen wie mit der Elder-Armee. Und bei Micha war es dann ähnlich. Der hat dann von Anfang an gesagt, okay, ich mache das gleich mit Tyranniden. Ich bewerbe mich auf dem Tyranniden-Slot und wenn ihr mich als Tyranniden-Spieler beihaben wollt, dann komme ich gerne mit. Wenn ihr die Tyranniden nicht mitnehmt oder jemand anderen auf dem Tyranniden-Slot habt, dann bleibe ich halt zu Hause. Ja. Und das war im Grunde bei fast jedem von uns so dann am Ende. Finde ich aber auch total interessant, weil man dann halt wirklich sagt, okay, ich will nur für die eine Armee dabei sein und wenn es am Ende, zum Beispiel wenn jetzt das Nephilim-Update kommt und sagt, Elder sind aber jetzt wieder total schlecht, dann sagst du von dir selber, okay, dann fahre ich halt nicht mit, weil Elder nicht die Armee ist, die man mit auf das Turnier nimmt. Auf jeden Fall. Also dann wäre ich zum Beispiel einfach als Supporter mitgefahren und hätte halt nicht gespielt und die Jungs quasi von der Seite irgendwie angefeuert. Von der Seite angemacht. Ach, den Fall hattet ihr? Den Fall hatten wir tatsächlich. Wir waren am Ende noch bei 10 Leuten quasi. Und durch das Nephilim-Update gab es dann auch auf kürzest, also am Ende nochmal Änderungen im Team. Dadurch, dass dann die Sisters mit rein mussten und die Necrons mit rein mussten auf einmal. Und dann was ist rausgefallen? Welche Armeen? Die 1000 Suns. Oh ja. Das war tatsächlich ein hartes Rennen zwischen 1000 Suns und GSC. Und auch bei den GSC, das war Floto, der spielt hier. Ja. Das war auch tatsächlich, dass wir uns in Kassel auf dem Turnier, Floto und ich, das Finale gespielt. Dann hat er da gegen mich gewonnen, ist Erster geworden. Und dann habe ich ihn hinterher gefragt, so, hey, wie sieht's eigentlich bei dir mit der WTC aus? So, warum hast du dich da nicht beworben? Hast du da Interesse? Dies, das, dann haben wir ewig geschrieben und gesprochen und dann war halt auch für ihn klar, hier auf den und den Slots habt ihr genug, aber ich kann euch GSC anbieten. Also wenn ihr aus irgendeinem Grund GSC mitnehmen wollt, ich hänge mich da rein, ich spiele Turniere, ich mache dann alles, dann kann ich gerne euer GSC-Spieler sein. Und dann hat es durch Zufall sich tatsächlich so ergeben, dass die GSC so gut performt haben, dass wir jetzt die GSC und dadurch Flojo dabei haben. Was ich sehr cool finde. Ja. Das ist ein bisschen das Dark Horse, oder? Auf jeden Fall. Finde ich auch sehr, sehr gut. Aber jetzt haben wir einen sehr, sehr, sehr schönen weiten Exkurs gemacht, was ich auch wirklich gut finde. Aber, dafür bin ich bekannt. kein Problem. Es ist einfach spannend, dir dazu zu hören. Und es ist auch wichtig für die Zuhörer, da nochmal so einen Überblick zu kriegen, auch eben, worum es halt wirklich geht, ne? Wenn man dann, so wie Flojo dann, oder wie du ja auch, dann wirklich alles auf eine Karte setzt und sagt, ich will super gerne mit, aber nur unter den und den Bedingungen. Ist halt mega spannend. Und jetzt ist es so, dass die Elder mitgenommen werden und du mit dabei bist. Und wollen wir mal einen kleinen Blick auf deine wunderbare Liste werfen? Ja, sehr gerne.
So, dann erzähl doch mal. Du hast ja schon gesagt, Craft World. Ich bin mir fast sicher, dass da ein bisschen Spielerei drin sein wird, im Gegensatz zu Listen, die man normalerweise sieht, weil es ist ja auch eine Teamturnierliste. Da ist ja sowieso immer noch ein bisschen der Fokus auf irgendwas anderes. Aber lass uns mal durch deine Liste durchgehen oder geh du mal durch deine Liste durch. Und wenn dir währenddessen was einfällt, kannst du gerne schon was kommentieren. Ansonsten gehen wir nach der Liste da mal kurz da rein und schauen mal, was du dir dabei gedacht hast. Ja, gerne. Also ich spiele ein Battalion bei den Craftworld und als Craftworld selber spiele ich Hail of Doom. Das heißt, alle Treffer von schurigen Waffen von 6 zählen automatisch als eine Verwundung von 6. Und dann habe ich eigentlich alles, was gut ist, gespammt. Ich habe 2 Farseer dabei. Ich habe Baharot. Ich spiele 3-mal Ranger. Leider alle ohne Netze, da die zu teuer geworden sind. 3x10 Dire Avenger. Dann die mit ein bisschen Nahkampfpunch, also Striking Scorpions mit dem Exarchen, der automatisch verwundet. Die Banshees mit der Exarchen mit den Damage 2 Attacken und dem Schreinrelikt für Mortal Wounds. Dazu als weiterer Nahkampfkonter Shining Spears mit dem Mortal Wound Exarchen. Ein bisschen Beschuss-Output in Form von Swooping Hawks und einem kleinen Windrider-Trupp. Und dann habe ich noch einen Wave Serpent dabei, einen Warwalker, ebenfalls mit Schuriken, und eine Artillery-Plattform sowie 2 Warlock-Seer-Councils. Als Zauber habe ich einmal wild alles verteilt. Ich habe natürlich Quicken dabei, um Missionen zu erfüllen oder dem Gegner zu verweigern. Dann habe ich Jinx dabei, um ein bisschen Arm of Contempt auszugleichen, also -1 auf den Rüster und Conceal Reveal. Das nimmt Light und Dance Cover komplett weg von irgendeiner Einheit. Das gleicht ein bisschen den Nerf aus, wo man früher noch Master of Shots gespielt hat. Muss man jetzt eben Conceal zusätzlich kaufen. Und natürlich das Prachtstück der Armee ist Kono Reeves. Das ist der gute Mann mit dem Bogen auf seinem Bike, der immer wieder schießt, Mortal Wounds macht. Klingt fantastisch. Das ist eine Menge Zeug und das ist eine Menge verschiedener Einzelteile. Auf jeden Fall. Also du hast, klar, du hast die 3 großen Trupps Dire Avenger, auch 3 Stück soweit, dann hast du Striking Scorpions, du hast einmal Banshees, du hast einmal Hawks, du hast einmal Spears, du hast eine Support Weapon, du hast einen Warwalker. Warum so kleinteilig? Du hast quasi am Anfang gerade gesagt, ja, du hast all das gute Zeug mehrfach dabei, aber das stimmt nur bis zur Hälfte der Liste. Ich glaube, also ich habe tatsächlich 19 Einheiten dabei und das sind 15 verschiedene Datasheets, die ich eingepackt habe. Ja. Ich finde einfach, dass Elder, also wie du schon sagst, das habe ich irgendwie gefühlt alle Armeen schon gespielt und Elder ist einfach eine Armee, die in jeder Phase das Spiel spielen kann und von daher finde ich persönlich, also beziehungsweise gefallen mir einfach Listen gut, die der Armee gerecht werden und auch in jeder Phase das Spiel spielen. Das heißt, ich habe einen ordentlichen Brocken an Zauberern dabei. Ich habe hier 2, 3, ich habe um die 400 Punkte Zaubersupport dabei. Ich habe ein bisschen Transporter, ich habe ein bisschen Infiltratoren, ich habe ganz viele Nahkämpfer, ich habe brachialen Beschuss, so ein bisschen Gimmick-Zeug, ein bisschen Action-Monkeys, ein paar schnelle Elemente zum Blocken. Also im Grunde von allem etwas und ich glaube, das ist auch eine Liste, die fast jedes Secondary spielen kann und die auch das Potenzial hat, die meisten Gegner einfach zu löschen. Mhm. Dann würdest du nicht unbedingt sagen, dass das eine Liste ist, die Allcomers ist, nicht unbedingt eine Liste, die dadurch, dass du viele Datasheets hast, wirkt die sehr techy, aber im Grunde genommen ist das eine Armee, die vor allem Damage macht. Auf jeden Fall. Also es ist halt im Grunde wenig interaktiv und brachialer Output. Also
wenn man sich anguckt, zum Beispiel Barot, wenn er schießt und kämpft, dann sind das einfach quasi 10 Attacks mit Damage 2, die man jede Runde raushauen kann. Das heißt, übers Spiel hinweg wird er 50 Mal mit Damage 2 auf den Gegner einprügeln, wenn der Gegner mich niemals charge, sondern wenn immer nur ich schlage. Ja. Das kann natürlich noch mehr werden. Wenn ich die Farseer angucke, dann habe ich den Farseer mit dem Bogen. Der Bogen mit den richtigen Fate Dice kann bis zu 12 Mortal Wounds machen. Das heißt, wenn ein Gegner ein bisschen zu nahe kommt oder ähnliches, dann hat dieser Farseer ja auch einfach eine Threat Range von 40 Zoll, auf die er bis zu 12 Mortal Wounds mit dem Bogen machen kann. Wenn er ein bisschen zu nah rankommt. Und der kann natürlich auch noch zaubern. Wenn ein Last Cannon Reichweite ist, der Dazu habe ich natürlich die Ranger, wenn es hier gedoomt ist oder wenn man die richtigen Fate Dice liegen hat, dann kann man auch schnell mal ein paar Charakter abknipsen. Also die haben Ballistic Skill von 2 mittlerweile ja. Über Battle Focus kann man relativ leicht die Fernrohre um die Ecke drehen, selbst mit einem 1 Zoll Battle Focus sich wieder zurückdrehen. Und mit richtigen Fate Dice kann man auch schnell mal so diese kleinen 4-Lebenspunkte-Charakter in einer Runde einfach komplett löschen. Über Mortal Wounds. Striking Scorpions, klar, jede Verwundung von 6 macht auch wieder eine Mortal Wound. Howling Banshees machen auch beim Aufprall Mortal Wounds. Swooping Hawks machen in ihrer Bewegungsphase Mortal Wounds. Shining Spears, der Exarch selber kann bis zu 9 Mortal Wounds machen im Charge. Das heißt, auch die kann ich einfach in irgendeine Einheit reinjagen. Egal wie tough die Einheit ist, durch Hail of Doom verwunde ich immer, egal wie stark der Gegner ist, und durch die Mortal Wounds mache ich gegen jedes Profil immer Schaden. Und das ist nicht nur, du sagtest, die macht in jeder Phase Damage, die macht auch zwischen allen Phasen Damage, so gefühlt. Auch in denen, in denen halt normalerweise eigentlich kein Damage irgendwo passieren sollte, beziehungsweise Ausnahme, selbst da hast du ja überall Damage reingefüllt, ne? Ende der Charge-Phase, während der Bewegungsphase, prinzipiell ja überall, da ist ja nichts sicher vor dem Laden. Auch zu Beginn der Fight Phase, also selbst wenn man die Banshees charged, kann man das Relikt aktivieren und dann bekommt der Gegner den Schaden zu Beginn der Phase, obwohl man noch gar nicht kämpft und obwohl er gecharged hat. Kann halt eklig sein für kleine Einheiten, zum Beispiel so ein Tropalekin oder so. Wenn dann auf einmal drei Player sterben, dann tut das halt doch weh. Oh, ja, das tut richtig weh. Und das reicht ja auch schon, um da komplett den Dampf erstmal rauszunehmen, ne? Genau. Das ist schon sehr, sehr garstig auf jeden Fall, die Liste. Gehen wir mal dahingehend so ein bisschen, wir haben über die Liste ein Stück weit gesprochen und eine Frage, die sich dann anknüpft, wo die du auch schon ein Stück weit elaboriert hast, ist: Was siehst du selber als deine Stärken und als deine Schwächen an, gerade auch mit Bezug auf Elder, und woran hast du vor allen Dingen dann in den letzten Wochen gearbeitet, um natürlich, sage ich mal, so deine Stärken nochmal weiter herauszuarbeiten und die nochmal stärker auch in die Liste selber einfließen zu lassen? Als Stärke würde ich auf jeden Fall Erfahrung sagen. Also, dass ich im Grunde bei Armeen sehr erfahren bin, auch von den ganzen Matchups, dass ich das relativ gut einschätzen kann. Im Grunde schon vor dem Spiel ist meistens relativ klar, wie es ausgeht und was passiert, denke ich. Und es geht eigentlich hauptsächlich darum, das sauber runterzuspielen und wenig Fehler zu machen. Und ich würde sagen, dass ich das meistens schaffe, auch in Stresssituationen relativ ruhig zu bleiben und Fehler zu verhindern und Dinge einfach sauber runterzuspielen. Und ist das dann auch etwas, wo du, also so eine Grundstärke von dir, sag ich mal, gibt es Dinge, auf die du dich jetzt für das Turnier nochmal im Speziellen vorbereitet hast, wo du von dir gesagt hast, ah, da, das sind so ein, zwei Sachen, da muss ich vielleicht noch ein bisschen dran feilen. Gerade natürlich in Bezug auf so eine Liste ist es natürlich immer so, es ist ja nicht nur das Listenlernen, sondern es ist die Interaktion mit dem Gelände, mit der gegnerischen Armee, mit den eigenen Fähigkeiten, dass du dir irgendwie während der Spiele immer mal wieder gedacht hast, ah, hier habe ich eine Kleinigkeit vergessen oder hier und da hätte ich das besser machen können, dass du so einen Lernprozess auch hattest in der langen Zeit, die ihr jetzt schon dabei seid? Auf jeden Fall. Also es gibt, glaube ich,
kaum ein Spiel, wo man rausgeht und nichts gelernt hat. Und ich finde jetzt momentan, woran man auch viel arbeiten kann, sind besonders Spieleinschätzungen, dass man eben abhängig von Mission, Map und Gegnerliste oder auch Spielerstärke im Grunde im Voraus sagen kann, wie viele Punkte man holt und das auch einschätzen kann oder dementsprechend, je nachdem, was gefordert ist, eben adaptieren kann, ob man jetzt sichere Punkte einfährt oder auf Sieg spielt, auf Unentschieden spielt, auf Niederlage spielt, ob man Punkte davon verweigert und so weiter. Ich denke, das ist auch ein großer Teil der Vorbereitung, dass man relativ klar da reingeht und die Gegnerlisten einschätzen kann und dann eben dem Team sagen kann, was das von einem zu erwarten hat. Aber dann auch mit so einer gewissen Varianz dann, glaube ich, auch immer. Ne? Ich meine, du bist ja dann auch keiner, der sagt, boah, da, wenn ich da jetzt dieses Spiel machen muss, dann verliere ich auf jeden Fall 0-20. Aber du hast ja schon im Kopf, glaube ich, dann den einen oder anderen Plan, wie man da trotzdem nochmal 2 Pünktchen holen kann. Auf jeden Fall. Also ich kämpfe eigentlich immer um jeden Punkt, egal, ob ich am Gewinnen oder am Verlieren bin. Und ich glaube, man kann da auch, also meistens kann man ja irgendwie noch irgendwas holen an Punkten und was rausschlagen. Ja. Ja, also grundsätzlich auch immer, sage ich, das Maximale irgendwo rausholen, aber immer auch so, also diese Sieg-Niederlage, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht, auch du wirst nicht das so weit dann drauf haben und auch aus deiner Liste dann rausholen können, wenn du einen kompletten Counterpick hast, dass du sagst, so, mit ein bisschen Würfelglück, da kann ich auch die auf jeden Fall vorherrschende Niederlage auch noch in einen ordentlichen Sieg umwandeln. Nee, auf keinen Fall. Also klar, man kann immer hoffen, dass der Gegner irgendwie einen groben Schnitzer macht und man das ausnutzen kann, aber es gibt teilweise einfach Matches, wo man reingeht und wo man weiß, okay, das Game ist verloren, noch bevor man den ersten Würfel geworfen hat. Und ich glaube, das fällt vielen Leuten auch schwer. Was mir aufgefallen, dass viele einfach versuchen, immer auf Sieg zu spielen. Und ja, gerade bei einem Teamturnier, da bist du der Gewinner, wenn du das holst, was von dir erwartet wird. Das heißt also, wenn du in ein Match reingehst und bei einer 20-Punkte-Matrix 8 Punkte holst, dann würden andere jetzt sagen, oh, ich habe verloren 12-8, aber die 8 Punkte zu holen, ist einfach der wichtige Part in dem Moment. Und dann ja, ist auch das ganze Spiel und das Mindset quasi, dass man einfach sagt, okay, vor dem Spiel guckt man schon, welche Secondaries nehme ich, welche nimmt der Gegner, wie muss ich spielen, worauf muss ich achten, wie kann ich die Differenz knapp halten, dass im Grunde der gesamte Gameplan einfach darauf ausgerichtet ist, okay, komm, was wolle, ich versuche einfach diese Punkte zu holen und alles darüber als Bonus. So. Ja, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Einstellung, die vielen dahin deswegen noch fehlt, weil die Turniere bei uns noch nicht so groß sind, dass jeder Punkt so ein Stück weit dann hinten raus halt noch einen enormen Unterschied irgendwo machen kann. Also das hast du ab und zu jetzt so bei den 5er-6er-Spielen-Turnieren, da ist es dann schon so Phase, ne? Wenn du da hinten raus dann guckst, okay, wie sind die Battle Points verteilt und so. Aber dass so dieses wirklich dann nochmal, okay, bisher habe ich alle Spiele sehr, sehr hoch gewonnen, weil ich die alle weggerippt habe. Und genau diesen Plan werde ich jetzt weiterfahren, obwohl ich gegen eine Liste laufe, gegen die das eigentlich nicht möglich ist. Ja. Na, und dann zieh ich ja schon sehr, sehr schnell blank. Und dann werde ich halt komplett zermoscht. So, hätte aber eigentlich noch die Möglichkeit gehabt, da auch noch was rauszuholen, was Zählbares, so, was dann hinten vielleicht noch die eine oder andere Platzierung Unterschied gemacht hätte. Und wenn man das natürlich dann in so einem Teamturnier hat, so ein Teamturnier kann man sich gedanklich vorstellen, wie wenn man alleine eine 8-Spiele-Saison spielen würde. So, wenn man das überall machen würde und die Ergebnisse dann hinten aufeinander zählen würde, dann macht das halt hinten raus einfach den Unterschied. Die paar Punkte, die man in einem gewissen Spiel nochmal geholt hat. So, auch wenn man verloren hat, aber am Ende kann es halt eben reichen, weil die Gegner ja auch das ein oder andere Mal verlieren. Und das macht das Ganze halt eben so spannend, dass man wirklich jeden Punkt in so einem Teamturnier auch sich hart erkämpft. Das ist im Singleplayer tatsächlich auch oft so. Also oft geht man ja am Ende Sonntagabend, geht man dann irgendwie auf der Heimfahrt, guckt man sich dann die Listen an, dann sieht man so, oh, da ist jetzt irgendwer mit einem Punkt vor einem. Dann denkt man sich auch so, oh, dieser eine Punkt, so hätte ich nur 3 Punkte mehr gemacht, dann wäre ich jetzt irgendwie Fünfter gewesen. So.
Und dann überlegt man sich jetzt in der Retro-Perspektive, okay, um diese drei Punkte, wie hätte ich den kriegen können? Vielleicht mal hier ein Punkt, vielleicht mal einfach in einem Spiel 4 Punkte Primary mehr, weil nicht vom Marker gegangen oder irgendwo anders irgendein Charakter geopfert oder so, um 2 Punkte Differenz irgendwie zu bekommen oder so. Und dann sind das so Kleinigkeiten, die schon ab Spiel 1, ab Runde 1, am ersten Tag im Grunde so langsam so einen Schneeballeffekt haben, welchen Platz man am Ende bekommt dann. Genau. Und du hattest ja auch gesagt, dass einige Spieler das so, denen das schwerfällt, genau solche Ergebnisse im Voraus, sage ich mal, schon vorherzusehen oder so eine realistische Einschätzung zu haben, dass für die Person dann relativ wenig geht und dass man nur so einen Spielplan quasi mitbringt und den versucht durchzuziehen. Meine Erfahrung ist, dass viele Leute so versuchen, natürlich auch gegenüber anderen Menschen immer sehr, sehr tief zu stapeln, was dann auch gewisse Situationen heraufbeschwört einfach, wo man dann so ein bisschen so Darstellungsprobleme hat. So, sagst du halt einfach, ja, dieses Spiel, oh, das wird richtig, richtig knapp, dann gehst du da mit 20-0 raus. Das geht richtig, richtig knapp, gehst du da mit 20-0 raus. Und du verwässerst dir so selber den Blick auf das ganze Spiel, wenn du das so propagierst, weil dann irgendwann kommt der Moment, dass du das wieder sagst und dann gehst du halt richtig baden. Und dann hast du halt genau gar nichts daraus gelernt. Ich glaube, das ist dann der Selbstschutz, falls man doch mal verliert, dass man sagen kann, ja, das war, wie gesagt, ein knappes Spiel. Ja. Also ich habe das so immer mal wieder auf Turnieren, ist das bei mir auch selber so, dass ich mal sage, ah ja, das wird ein knappes Ding, obwohl ich mir schon relativ sicher bin, aber dann noch so ein bisschen fürchte, weil da muss man auch immer so den eigenen, man ist halt immer auch noch selber an der Platte. Ja, wenn man sich selber irgendwo kennt, dann weiß man, da kann immer noch mal der Ausreißer nach unten oder oben kommen. Und wenn der Gegner das in die andere Richtung in dem Moment hat, dann ist halt richtig, richtig schlimm. So. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich weiß, dass ich das Match klar verliere, dann kämpfe ich umso mehr. Ja. Das ist also diese Grundeinstellung, glaube ich, ist total wichtig. Also wenn man an die Platte geht, beziehungsweise irgendwie Samstagabend kriegst du die Mail, alles klar, Pairings für morgen sind draußen, guckst drauf, okay, alles klar, das ist ein Ding, was der Gegner 20-0 gewinnen muss. Dann ist so die Ambition geweckt, das wird aber kein 20-0, das gebe ich ihm nicht. So ist zumindest dann meine Einstellung irgendwie dann immer. Also da möchte ich dann schon gucken, okay, der muss mich rasieren, aber ich werde mich mit Händen und Füßen wehren. So, dafür bin ich dann auch ein Stück weit da. Genau, und das macht mir dann auch ein bisschen mehr Freude, sage ich mal. Kommen wir von dir, vom Persönlichen, noch eben kurz zurück zum Team selber. Ihr hattet jetzt ein bisschen Shuffle, die eine Armee ist raus, die anderen sind rein. Wie schätzt du selber euer Team ein, was die, auch jetzt, wo man die Listen der anderen schon gesehen hat, der anderen Teams, wie glaubt ihr, waren eure Picks? Gibt es Ausreißer auch bei anderen Teams, wo du sagst, das könnte knackig werden, weil die gewisse Listen genommen haben, die wir so nicht gesehen haben? Erzähl uns mal, was ist dir so aufgefallen jetzt, sag ich mal, bei der Analyse und siehst du euer eigenes Team? Also allgemein, ich denke, es gibt die Standardarmeen, die hat im Grunde jeder dabei. Das sind die Sisters of Battle. Die haben 26 von 26 Ländern gepickt. Dann gibt es die Tyranniden, die Necrons. Die haben, glaube ich, auch beide, jedes Land aus einem dabei. Und dann gibt es den Eldari-Kodex, also Crafted oder Harlequin. Die Armee hat tatsächlich auch jedes Land dabei. Das sind so die vier großen Fraktionen momentan. Die spielt jeder und die hat auch jeder gefunden. Und ab dem Punkt geht es so um die Bottom-4-Listen. Und da ist eigentlich jeder relativ individuell unterwegs. Also da sind natürlich die Leute, die Knights gut finden, die mit ein oder auch mit Doppel-Knight unterwegs sind. Die haben wir tatsächlich auch erst überlegt gehabt. Und haben dann gemerkt, okay, die Knights sind für uns im Pairing selber ein Problem. Die sind für den Gegner auch ein Problem, aber für uns auch. Und haben uns, ach so, Tausend natürlich auch immer noch dabei, bei allen. Fast. Oh, die stimmt, ja. Fast vergessen. Im Grunde ging es dann darum, irgendwie so die drei Armeen zu finden, die man noch ergänzt. Und ich glaube, an dem Punkt ist man relativ offen. Da haben wir ja, also es gibt sehr viele Länder, die Blood Angels und Thousand Suns spielen. Die sind tatsächlich mit unter den meistgepickten Armeen auch.
Wenn man sich allerdings die Top-Länder anschaut, dann sind in den Top-Ländern fast keine Bloodies und fast keine Thousand Suns drin. Das ist sowieso so ein ganz komischer Meta-Shift, Das dass. heißt also, dass du schon Team Germany auch als Top-Land mitnimmst. Auf jeden Fall, ja. Aber ich denke schon, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und auch zu den Top-Ländern gehören. Spiel, von der Spielstärke. Das ist doch schon mal eine Ansage. Gab es denn ganz, ganz große Überraschungen? Ist er da oder sagst du wirklich, okay, es gab jetzt die fünf Fraktionen und alles andere ist okay mitzunehmen? Je nachdem, wie man die Listen aufstellt, kann man da gewisse Löcher mit stopfen. Gäbe es einige Armeen, wo du sagst, also wer die mitnimmt, der muss da schon einen richtig, richtig freakigen Plan haben? Ja, ich habe tatsächlich welche gesehen mit so Salamanders, mit Iron Hands und irgendwas Komisches war noch dabei. Also so ein paar, so die ein oder andere abgespacete Liste war schon dabei. Aber ansonsten haben sich alle so aus den Hauptlisten, aus den Hauptmeterlisten bedient und dann noch ein bisschen Lücken gestopft. Und ich glaube, die meisten Länder eben mit den Armeen, die offiziell als sehr stark gelten. Und zum Beispiel, wir haben ja noch die Death Guard dabei und die Gene Stealer. Und das sind zwei Armeen, die fast gar nicht gespielt werden, zum Beispiel. Also, da jedes Land in seiner eigenen Meta-Bubble agiert, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele Länder sich natürlich auch davon beeinflussen lassen, was so online alles kursiert. In Battle Reports und in Turnieren und in irgendwelchen Tierlists und so. Aber wir sind da ganz getreu nach unseren eigenen Einschätzungen und nach unseren eigenen Tabellen gegangen und auch unseren eigenen Erfahrungen und haben am Ende die Armeen mitgenommen, wo wir gesagt haben, die performen am besten, besonders gegen die starken Armeen, die viel gespielt werden momentan. Ja, das ist aber natürlich auch eine Ansage, ne? Also sich dann davon nicht leiten lassen, sondern die eigenen Erfahrungen, die eigenen Gedanken da reinbringen, ist auf der einen Seite natürlich dann aber auch so ein bisschen Gewicht auf den Schultern, ne? Das muss man dann auch beweisen, dass denn diese Einschätzungen auch richtig waren. Auf jeden Fall. Das gehört ja nun mal auch dazu, aber ich glaube, da habt ihr genug Rücken für, um das ja auch genauso durchzuziehen. Werdet euch dabei was gedacht haben. Was ist bei deiner eigenen, letzte Frage, glaube ich, mal zu deiner eigenen Liste, dann nochmal kurz zurückkommen. Du hast gesagt, es gibt sehr, sehr viele, die Eldari auch gespielt haben. Sind die Listen ähnlich zu deiner oder hast du dann einen komplett eigenen Quirk drin und die anderen haben was komplett anderes gebaut? Ich glaube, der Grundstock, also ist eh erstmal so, fragt Camp Harlequin oder Camp Elder. Und bei den Elder-Listen, da ist eigentlich fast alles Hail of Doom. Es gibt wenig Rotationen. Es gibt, ich habe gesehen, auch sehr viele, die haben sowohl bei den Farseer oder besonders vor allem auch bei den Warlock-Konklaven die gleiche Zauberaufteilung wie ich. Das heißt, die haben sich alle ähnliche Gedanken gemacht. Es gibt kaum Listen ohne 30 Dire Avenger. Auch hier Banshees, Scorpions, Shining Spears sind fast überall drin. Und eigentlich primär gibt es irgendwie die Fraktion, die mit dem Bogen spielt, die Leute, die einen Barod dabei haben und oder einen Karandras. Es gibt Leute mit oder ohne Serpents. Und der größte Unterschied ist eigentlich das Command Point Handling. Einige haben, also gerade bei Eldar sind die Fast Attack Slots unglaublich stark. Das heißt, eigentlich möchte man dreimal Bikes haben, man möchte dreimal die Viper haben, weil es einfach einer der besten Slots überhaupt ist in diesem Codex, meiner Meinung nach. Und es gehen einem aber die Fast Attack Slots aus und das Fast Attack Detachment kostet einfach Oder die 3 CP. CP. Genau. Und Der Klassiker. ich habe tatsächlich immer die ganzen Fast Attacks gespielt. Ich war mal mit 9 Stück unterwegs. Ich habe auch die ersten Listen damit geschrieben gehabt, aber mit 3 Command Points weniger hat man einfach keinen Spielraum für andere Dinge mehr, wenn man Aber mit Redeploy spielen deine möchte. Elder-Armee hat witzigerweise ja noch den meisten Spielraum dank der Fake-Dice, ne? Genau. Das sparst dir zumindest an gewissen Enden dann noch immer mal was ein, aber wenn du dann selber schon sagst, ah, das ist mir trotzdem alles zu knapp.
Also ich wusste auf jeden Fall, ich muss mit Redeploy spielen. Also das habe ich in den Spielen gemerkt. Ich habe ohne Redeploy getestet und das ging einfach nicht. Also deswegen habe ich jetzt die ganzen Fast Attacks rausgeworfen und bin voll committed in diesen Redeploy reingegangen, damit ich die Möglichkeit habe, defensiv zu agieren oder vor allem auch, wenn ich anfange, in Runde 1 quasi aggressiv alles dem Gegner ins Gesicht zu werfen und ihn in Runde 1 schon so zu verkrüppeln, dass das Spiel vorbei ist und er quasi entweder conceden kann oder vielleicht irgendwie noch einen Punkt holt oder so. Also Redeploy ist meiner Meinung nach die stärkste Mechanik im Spiel. Ja. Das ist die Mechanik, die dir von vornherein, du kannst dem Gegner von vornherein das Spiel aufzwingen. Ob defensiv oder offensiv. Das ist so ein mächtiges Tool. Ich glaube, es gibt, also wenn es eine Armee gibt, wo man, mich würde es wundern, wenn es irgendeine Armee gibt, wo man das nicht von vornherein reinbackt. Wenn du die Möglichkeit, den Zugriff darauf hast, dann musst du das mitnehmen. Das ist ja auch sogar bei Custodes einfach so. Da kannst du halt einen Fahnen August und irgendwas anderes umstellen und selbst das lohnt sich schon. Weil du halt etwas, du kannst die Gegner baiten, dann kannst du den offensiven Drive nochmal anders setzen, indem du zum Beispiel die Flanke offensiv wechselst, falls du anfangen solltest, oder du fängst nicht an, ziehst zurück. Es ist so mächtig. Für fast kein Risiko, so, ne? Beziehungsweise für gar kein Risiko, weil du es ja eh und je machen kannst, wie du willst. Das Einzige, es kostet. So. Aber wenn du die Möglichkeit hast, auf so eine Mechanik zurückzugreifen, wärst du ein Narr, es nicht zu tun. Also besonders in einer schnellen Armee, die defensiv stehen möchte und mit Winkeln unglaublichen Schaden anrichten kann. Genau. Wo man sich als Gegner kaum vorschützen kann, wenn der Gegner einfach jeden Winkel bekommt, den er haben möchte. Dann musst du so defensiv stehen, dass du das gesamte Board aufgibst. Ja, das finde ich bei Tau ist das auch unglaublich stark. Wobei der Redeploy in einem anderen Schritt kommt bei Tau. Aber ja. Ja. Aber das ist der einzige Nachteil. Auch da. Genau. Ja. Jo, dann allerletzte Frage, mein Lieber. Dann haben wir es. Ja. Nochmal auch wirklich dann auf die Zukunft, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie siehst du die eigenen Gewinnchancen? Welche Favoriten siehst du für das Turnier? Ich denke, wir haben eine relativ gute Chance, um mitzuspielen. Also Top 5, denke ich auf jeden Fall. Wir haben ein sehr starkes Team von Spielern und von Armeen aufgestellt, denke ich. Und auch sind sehr fleißig am Sparring und am Üben. Ich denke, sonst von den anderen Ländern, die Polen sind auf jeden Fall immer mit gut dabei. Sehr starke Nation. Die Engländer halte ich auch für sehr stark. Die haben einige sehr starke Spieler. Ich glaube tatsächlich auch die Amerikaner, dadurch, dass die eben einige Spieler haben, die das professionell machen und unglaublich viel Zeit investieren, werden die da einfach einen gewissen Erfahrungsschatz aufgebaut haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Spanier auch noch recht gut performen werden und die Franzosen. Oh, die Franzosen, okay. Die hast du jetzt oben drauf gepackt. Ich glaube, die hatte Fred nicht mit dabei, aber die Spanier hat er auch genannt. Ja, die Franzosen, die haben das sehr viele Teamturniere immer. Also die sind sehr aktiv in dem Bereich und spielen auch oft 8 gegen 8 und so. Cool. Tja, das muss man hier dann auch nochmal hinkriegen. Vielleicht muss man die Franzosen einfach mal fragen, wie die das organisatorisch machen, weil über kurz oder lang möchten wir da natürlich auch sicherlich ein Stück weit hinkommen, dass es mehr Teamturniere gibt. Wäre jedenfalls eine tolle Geschichte. Das wird es nächstes Jahr tatsächlich sogar geben. Ne? Also ich habe jetzt bei T3 gesehen, dass für nächstes Jahr 3 große Teamturniere angesetzt sind mit 24 8-Mann-Teams. Ja, siehst du, dann muss man da wohl hin, was? In Deutschland. Ja, das ist doch geil. Da sollte man sich dann doch mal jetzt ganz, ganz fix auf jeden Fall anmelden. Ja. Super. Ja, dann passt das auch mit deinem Tipp, dass man in die Top 5 gibt. Also du hast noch 5 andere Nationen genannt, die mit oben mitspielen können. Dann würde ich sagen, überholt wenigstens eine davon. Mir wäre natürlich noch lieber, wenn ihr es aufs Treppchen schafft. Das wäre schon mal was. Und ich meine, der Sieg ist immer drin, sage ich mal. Alles ist möglich. Ich fand es sehr, sehr, sehr cool, dass du auch sehr selbstbewusst hier rangehst und du weißt, was ihr könnt, du weißt, was ihr vorher geleistet habt, du weißt, was ihr am Tisch könnt.
Natürlich braucht man auch das kleine Quäntchen Glück dann am Ende, wenn man beim Turnier ist. Nichtsdestoweniger stimmt einen das sehr, sehr positiv, wenn das Team selber schon sagt, wir wissen, was wir können, wir wissen, dass wir das können und dass wir oben mitspielen wollen, ist sowieso eine Sache. Das gefällt mir mal wesentlich besser, als wenn man sagt, wir fahren da hin und gucken mal. So. Nee, dafür haben wir zu viel Aufwand betrieben. Aber ich denke schon, dass wir da relativ stolz und selbstbewusst reingehen können. Das glaube ich auch. Also wenn ihr schon sagt, dass ihr teilweise dann 20 Stunden dann pro Woche da reingeschmissen habt und das ist neben Job, Uni und weiß der Geier nicht was, unentgeltlich, for the love of the game. Von daher ist dem natürlich auch Respekt zu zollen. Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Wenn du Lust hast, kannst du noch den einen oder anderen Shoutout raushauen. Da hast du jetzt den Moment für. Ja, ich grüße alle Leute aus dem Team natürlich, falls sich das jemand anhören sollte. Und auch die Jungs von Breaking Heads und die Leute aus Bremen, die ich kenne. Ja, das ist doch mal ganz wunderbar. Dann, wie gesagt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Team. Freuen uns drauf, freuen uns auf schöne Spiele. Werd richtig, richtig gesund. Hol dir die Seuche nicht nochmal. Ja, das braucht kein Mensch. Also einmal schon gar nicht, aber mehrfach überhaupt nicht. Und alles Liebe, alles Gute. Danke, dass du hier warst und bis bald. Jo, vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss.